So, herzlich willkommen. Wir sind zurück bei Skyrim. Für dich ist es jetzt natürlich wahrscheinlich einen Tag später. Für mich ist es eine Stunde später, dass ich vielleicht aufnehme. Im Vergleich zu der vorherigen Aufnahme. Hier ist gerade parallel ein bisschen was im Gange. Aber das sollte uns nicht abhalten. Falle. Also, ehrlich gesagt, schlecht. Da ist der zweite. Okay. Tja. Mammut. So. Ja, davon wurden wieder welche. Da werden ab und zu mal auch im Yukon beim Geld, Gold suchen, welche gefunden. Da geil. Da plötzlich so ein Mammutzahn rausragt. Und ihr könnt genau diese Größe auch haben. Also ist aber äußerst selten, dass dann praktisch das, die Weichteile noch dazu sind. Es wurde vor jüngster Zeit sowas ähnliches wie in Russland gefunden damals, dass ein Jungtier dass ein Jungtier eingefroren ist im Permafrost. Die sahen auch relativ gleich aus übrigens. Also es gab ja dieses sibirische. Warte mal, verschießen die mal runter, oder? Mal gucken. Geil. Es gab ja diesen sibirischen Fund, ne? Von dem Jungtier. Und das sah natürlich plattgequetscht aus, ein bisschen hin und her, hatte aber deutlich die Form von einem Elefanten. Und, Mammut natürlich. Und, jetzt ist eben in Sibirien ein zweites aufgetaucht. Und sicherlich nicht das einzige. Es hat sogar mal irgendeiner behauptet, man könnte sogar das Fleisch theoretisch noch essen. Aber ehrlich gesagt, es ist halt dann sehr gut abgehangen oder abgelegen. Ui. Na nö. Was macht denn der hier so alleine? Für sich. Interessant. Mist. Sie hat wieder alles abgehalten von uns. Greater Soul Gem. So, dann bin ich jetzt mal langsam gespannt hier, wo wir da jetzt hinkommen. Ui. Und es ist nicht für uns. Es ist nicht für uns. Wir werden mal gucken, was da wird. So. Wie voll wir dem seinen Laden stellen können mit Rotz. Gut.
Also nochmal, wir machen das nicht für uns. Falls sich jemand aufregen will, wir handeln völlig selbst auch wieder. Oh, diese ganzen. Oh, oh, kommt her, meine lieben kleinen Vasen. Oh, oh, oh. Ja, ja, ja. Ja. Was ist das? Oh, Alter. Hallo? Bleib mal hier. Das können wir nicht nochmal machen. Also, wir haben die eine zerkloppt, ne? Aber, gut. Okay, jetzt müssen wir ein kleines bisschen konzentrieren. Da hat es der andere ist jetzt hier. Ach, das ist nur wieder irgendein Pumpmechanismus. Ich will bloß mal gucken. Interessant. Wir müssen da sicherlich nicht hinein. Aber interessant ist es wieder. So. Also, es ist, weiß ich nicht. Etwas muss ja, wenn es faszinierend ist. Aua. Aua. Wenn es faszinierend ist, muss es ja nicht so sein, dass man da drin leben will, ne? Und so weiter und so fort. Schlicht und ergreifend. Ich hatte es schon ein paar Mal gesagt. Das ist schon irgendwie beeindruckend, auch dieses, die Verbindung sozusagen des Goldfarbenen und Weißen ist ja eine sehr schöne, verbreitete Kombination, ne? Die man oft hat. Aber es muss trotzdem nicht sein, dass man da drin leben muss. Zum Beispiel, was ich auch krass finde, was weiß ich, hier Reiche, ne, die sich mit barock gerahmten Gemälden umgeben und so weiter. Wenn du die ganze Wohnung voll Gold hast, ist das so erschlagend. Echt, also ich würde mir ja sagen, wirklich, jetzt ist hier ein Türchen und hier geht's so runter. Wir werden das Türchen ausprobieren, weil ich meine, dass es einfach hier noch tiefer geht, oder? Zeig mal her. Wie weit hoch geht denn das hier noch? Gar nicht. Doch. Ganz vorsichtig. Türchen. Okay, da hinten sieht es sehr weitergängig aus. Gehen wir erstmal nach unten. Also was weiß ich, die haben von Trump zum Beispiel, haben die auch mal das gezeigt. Irgendwie eine Kemenate von dem und so weiter. Das ist so. Es ist halt dumpf dahingehend, dass es. Das ist schon nicht mehr erschlagend, sondern das ist vereinnehmend. Diese Goldfarben, es ist wirklich alles hier Barockrahmen und hin und her. Und nur, also bis aufs Klo hin sogar alles Goldfarben. Und also tatsächlich kann man auch vermuten, dass er vielleicht Goldwasserhähne hat und was weiß ich irgendwie. Also vergoldet, glaube ich, würde ich im Südhorn hat er nicht, sondern das ist dann schon massiver. Aber da steht an. Ist. Guck mal, so ein geiles Ding finden wir hier. Es ist eine Geschmacksfrage. Ja. Aber trotzdem, was das mit dir macht, sozusagen, wenn du das ständig um dich rum hast. Ja. Also ich kann damit nichts anfangen. Und ich habe sehr viel mit Kunst zu tun, wenn auch nicht professionell, aber wie du ein Bild rahmst, hat er dort sehr viel, bestimmt auch sehr stark dessen Aussagekraft.
wenn du praktisch quasi schon versuchst, alleine über das Gold zu arbeiten. Also manches muss natürlich, da gibt es so ein gewisses Ding, also Meeresbilder zum Beispiel, dass die einen Barockrahmen mit Gold haben, ist so ein bisschen kommen oder verbreitet oder da ist das irgendwie, da macht das auch irgendwie Sinn, das Blau und die Lichtsachen und so weiter und so fort. Aber da muss ich sagen, finde ich das schon oft grenzwertig. Oh, scheiße. Ich glaube, ich habe Lydia erwischt. So. Und ja, also man muss mit dem Barockrahmen muss man aufpassen. Und wenn da die ganze Bude voll ist, so überladen teilweise. Da war mal irgendeine Dokumentation über einen Immobilienmakler, der Partys gemacht hat, so Partylöwenmäßig und so weiter und so fort. In L.A., glaube ich, war das. Und der hat sich natürlich auch, da ging es auch dadurch um die Armut sozusagen und so weiter und so fort. Und die haben dann sein Haus, seine Wohnung gezeigt. Und das war auch so genauso überladen eigentlich, vollgestellt. Eher auch sogar an einem... Oh, fuck. Verstehe. Das war so erstens überladen, dass du es auch da wieder kaum ausgehalten hast. Interessantes Ding. Ey. Wo ist denn das? Da ist das, okay. Komm, schnell. Ja, sehr gut. Und dann gehst du noch raus und vor deiner Hütte kampieren dann sozusagen die keine Wohnung haben in L.A. Das ist, also brauchen wir sowieso nicht drüber diskutieren, ne? Das ist jetzt nochmal, oder sollte man diskutieren, aber ist gerade schlecht. Das ist aber nochmal, wenn du das täglich hast, ich sage nur den Umstand, ich bewerte es nicht. Und wo sollen die Menschen hin, ne, wenn sie keine Wohnung sich leisten können und so weiter? Das ist erstmal ein gesellschaftliches Problem, worum sich die Gesellschaft dringend kümmern muss, insbesondere die Demokratie. Ich meine es aber jetzt nicht vom Politischen aus gesehen, von der Fairness oder von der Gesellschaft, sondern ich meine es schlicht und ergreifend vom Erleben. Wenn du aus so einer Wohnung kommst, und ich will jetzt auch kein Mitleid mit dem Typen haben, sondern einfach nur, wenn du aus so einer Wohnung kommst und dann Menschen zu leben siehst, verstehe ich nicht, wie du da nicht irgendwie was machen kannst, musst. Also es geht nicht um Charity, sondern es ist einfach eine Frage der Lebensumstände. Wir brauchen nicht diskutieren, es geht auch nicht um Vorwürfe oder sowas. Menschen sind Menschen. Aber man kann ja trotzdem was erstmal dagegen sagen. Aber mir geht es erstmal nur auch erstmal vom subjektiven Empfinden, was das mit einem macht. Wenn du quasi diesen... Oh, ich habe jetzt die Countless waren interessant. Was das mit dir macht und warum, was das über dich aussagt, wenn du dann trotzdem nichts machst. Wenn du sowas siehst. Ich kann jetzt nicht komplett über den urteilen, weil ich kenne nicht, was der macht oder nicht macht. Und vielleicht hat er auch Projekte da laufen. Jetzt war davon, glaube ich, nicht die Rede. Und der machte nicht den Eindruck, dass er sich da kümmern würde unbedingt. Also, dass er andere Bevölkerungsgruppen hat, um die er sich mehr kümmert, sagen wir mal so. Wir haben jetzt sehr, sehr viel drüber geredet, das ist ein sehr breites Thema. Ich wollte halt eben auch noch sagen, erstmal vom reinen Erleben von Menschen und so weiter und so fort, ist es natürlich eine
eine krasse Sache. Und wir kamen eben vom Dwemer hier, weil ich das auch teilweise überladen finde. Gerade wenn das dann auch so diesig wird, wie hier noch stärker diesig ist. Dieses Massive erinnert mich halt eben auch an diesen barock, modern barocken Stil von, ja, ich muss mal sagen, super reichlich. Ja, also dieses brutale zur Schaustellen von Reichtum. Und hier ist es halt ein brutales zur Schaustellen des Maschinellen, ne? Also des Mechanischen. Aber ich muss da teilweise sehr stark drüber nachdenken, weil ich meine, die Dwemer, die haben ja im Grunde an sich null Komfort, wenn du das siehst, ne? Die schlafen Steinbetten, auf Steinbetten. Da ist auch nichts, was da noch irgendwie polstert und so weiter. Ob die gleich in der Rüstung schlafen, meinetwegen, was ja durchaus möglich wäre, Fragezeichen. Wow. Da hat uns schon mal irgendjemand Arbeit abgenommen. Ja, und du wirst es aber auch nicht hinbekommen, hier nur mit Vorwürfen zu arbeiten, die Bösen und hin und her. Ich kenne auch viele, die sich eben engagieren aus genau diesem Grunde, denen es selber halt gut geht und die aber dann... Die aber dann gesagt haben, wir machen das anders. Und die auch, die eigentlich sehr reich sind, aber normal, also in Anführungsstrichen normal leben, wenn du die anschaust. Was? Sind sie. Würdest du sie nicht erkennen als reich? Ja, es ist ein weites Feld. Es lässt sich ganz schwer, glaube ich, auch zusammenfassen. Die Menschen sind nun mal nicht gleich. Auch die Reichen sicherlich nicht, die Armen. Jetzt gehen wir hier schnell noch vorbei. Oh Gott, der wird richtig Sachen bekommen. Ich bin trotzdem jetzt mal ganz vorsichtig und ruhig hier, ne? Der ist auch schon hin. Okay, jetzt bin ich aber echt gespannt, wer sich hier den Weg durchgekämpft hat. Du bist noch Rest, ne? Ja. Ich bin wirklich gespannt, wer sich hier den Weg schon durchgekämpft hat. Also die Falmer haben sich ja hier durchgearbeitet, das sieht man ja mit Verlust und so weiter und mit Verlusten und so, aber sind die jetzt quasi da an dem Artefakt auch interessiert?
Auto von dem wird voll werden. Mist. Es hilft da nichts. Es hilft nichts. Wir haben unseren Auftrag. Ein Wort ist ein Wort. Ah, so. Uiuiui. Oh, oh, ist das eine Falle hier? Wir nehmen mal alles, wenn wir irgendwann mal wieder richtig viel zu Kräften haben. In einem anderen Leben als weiß ich jetzt auch nicht. Verkäufer oder Schmied? Wir haben ja 10 Koks auch verloren, insofern. Heilige. Beinahe hatte ich was vergessen. So, guten Tag dir. Wie geht's Ihnen denn heute? Haben Sie Beschwerden? Ich werde noch nicht ganz schlau aus dem Ganzen. Mist. Wenn ihr die die haben sich hier durchgegraben. Wie ist das Ding, wo wir hin sollen? Orchard? Chestline, Mondstein. Machen wir jetzt diesmal nicht. Mist. Ich dachte, das läuft weiter. Könnten einfach durchhalten, ich weiß das. Aber
Ui. Ui. Konnte der denn jetzt hier vorbei? Wenn sie so leiden muss, dann... Aua! Das war scheiße. Da müssen wir dringend jetzt dann zum Händler und diese Vasen abgeben. So. Guten Tag, der Herr. Stabeisdach. 25 Minuten. Ist auch nicht so fett hier. Keiner da. Kommt denn sowas zustande? Und hier ist nichts. Das ist ja gemein. Okay. Wow. So. Keinerlei Gegner hier. Oi. Upsi. Nein. Da. Ich hab's nicht so viel gesehen. Die sind aber auch ziemlich weit gekommen, die Wissenschaftler, ne? Ich habe die Pilze nicht alle mitgenommen. Die haben sich hier durchgetragen. Okay, interessant. Auch merkwürdige Flugeigenschaften von so einem Pfeil, ne, mit einer Doppelspitze, wie der es jetzt ist, von den Abgeschworenen.
Ich benutze die jetzt schon eine ganze Weile, bald sind sie alle, ich weiß. Hier ist es ein ordnungsgemäßes Fenster. Wow, die haben ja echt viel von dem genommen, wie ich hier habe. Gucken wir ganz kurz. Es geht ja hier weiter, ne? Oh, meinst du? Ach, gucke mal. Okay. Ich muss mal kurz unterbrechen. Bin gleich wieder da. So, und wieder da. Ich habe gerade beim Anhalten vorhin gesehen, dass ich hätte auch die Sache beenden können hier, aber jetzt gehen wir ganz schnell noch ein bisschen weiter und dann schauen wir mal. Ich finde das nett, dass sie hier jemanden gepackt. Oh, guck mal. Lunar Logan, okay. Lunar Logan. Wenn das hier so liegt, wir haben das noch nicht, glaube ich. Lunar. Wir haben es schon. Dreimal. Notes of the Lunar Fall. Lunar Logan. Oh, geht. I will not go into the very accounts of what happened in Admantina Tower, nor will I relate the war of manifest metaphors that render those stories unable to support most qualities of what is commonly known as narrative. We all have our favorite Lorcan story and our favorite Lorcan motivation for the creation of Nirn and our favorite story of what happened to his heart. But the theory of Lunar Lorcan is special note, the short, the moon sphere and are the two halves of Lorcan's flesh divinity. Like the rest of the gods, Lorcan was the planet that participated in the great construction, except where the eight lent portions of their heavenly bodies to create a mortal planet. Lorcan was cracked as under Antis divine spork fell to Nirn as a spooning star to impregnate it with the measure of its existence and a reasonable amount of selfishness. Massa and Secunda, therefore, are the personifications of the economy, dichotomy, the cloven duality, according to Arteum. Let Lorcan legend often rail against ideas of the anima animus, god evil, being nothingness, the poetry of the body, throat and moan silence, as abortive and so on, set the night sky as lock and constant reminder to his mortal issue of their duty. Followers of his theory hold that the other heart stories are mythical degradations of the true origin of the moons, and it needn't to be said that they observe the hollow creation theory as well.
Ich weiß jetzt nicht. Mondschmiede. Mensch, erfordert. But again, I find nothing special about the work, its workings. Clearly forged here. Yet the secrets of the enchantment remains elusive. All I've been able to discern so far is some connection between the weapon's power and the prince of the moons. The lunar weapons, the weapons themselves, are crafted of what seems to be normal metal, but while the moons are high above, they gain an additional ability. Genau, wir haben einen Moonstreitkolben gefunden, ne? Ganz am Anfang, ja, von allem, wo wir durch die Tundra gelatscht sind, da haben wir irgendwo in der, inmitten von einer Dwemer-Ruinenstätte, was weiß ich, da irgendwie sowas gefunden. Genetische Ability. It seems that once the sun has gone down, the lunar weapons take on a vampire-like ability, transferring a small amount of health from the victim to the user. Ach, guck mal. Verstehe. Also die Lunar Forge, die Mondschmiede, wie hieß denn die? Ethereum-Schmiede hieß die, ne? Na gut, die Dwemer beschäftigen sich natürlich mit Schmieden. Es ist natürlich die Frage, ob das jetzt ein Dwemer auch darstellen soll. Also tatsächlich ist ja ein menschliches Skelett und relativ groß. Also normal. Das ist schon mal eine interessante Annahme sozusagen, wie das Ganze sein könnte. Naja. Bin mal gespannt. Dann würde ich aber trotzdem sagen, machen wir hier vielleicht einen kleinen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ne? Tschüss erstmal.